Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer neuen Analyse, zu einem neuen Teil aus der Serie Geld verdienen durch nichts tun. Das ist der sechste Teil. Wenn das Sie interessiert, schauen Sie sich die anderen Teile im Traders Forum an. Hier geht es um das Thema Stillhalten. Und damit Sie mal sehen, was da so alles funktioniert und was nicht funktioniert, stelle ich Ihnen heute mal zwei Beispiele vor und einen Trade, den man in einer Goldaktie hätte machen können. So, was wir hier sehen, ist Kaffee. Und da ist heute, sehen Sie schon hier anhand dieses lila Balkens, diese lila Markierung im Chart, heute ist Optionstermin. Und hier werden heute ein Call-Ratio-Spread fällig und ein Put-Ratio-Spread. Der Kurs hat sich hier an diesen Tagen wurde das Ganze aufgebaut und der Kurs hat sich sehr schön in dieser Range gehalten, obwohl er ja eigentlich hier schon mal in Gefahr war, in Richtung Geld zu handeln, zu fallen. Aber das ist dann nicht passiert. Heute wird das Ganze wertlos und es kommt zu einem Profit von ca. $1,450 für diese Gesamtposition. Möchte noch mal kurz erwähnen, das Ganze wurde am 1. November gestartet. Hier sind natürlich nur Futures-Optionen drin und hat jetzt ein Account-Equity von $65.000 mit 50.000 gestartet. Das ist ein Zuwachs von 20%, ist schon ziemlich viel. Aber so läuft es nicht immer, möchte ich mal betonen. Da zeige ich Ihnen jetzt auch noch mal ein Beispiel. Und da sind auch einige zum Beispiel Wochenoptionen, werden hier nicht zum Beispiel mit, kann man hier nicht handeln in diesem Konto. Hier kann man nur die richtig langen Kontrakte handeln. Hier sehen Sie, dass diese Position schon vor sehr langer Zeit am 22.11. aufgebaut wurde. Das heißt, es dauert halt eine Zeit lang, bis so eine Position Geld verdient. Aber wenn man dann richtig liegt, dann ist das schon sehr schön. So, jetzt habe ich Ihnen gezeigt, dass ich was funktioniert. Jetzt zeige ich Ihnen auch gleich mal, was nicht funktioniert. Denn ich hatte in einem früheren Beitrag eine Analyse präsentiert, eine Position im T-Bond. Und da hatten wir hier an diesem Tag, Sie sehen es, die blauen Markierungen sind meistens der Tag des Positionsaufbaus, haben wir einen Call-Ratio-Spread verkauft, und zwar nicht als der Kurs oben war, sondern als der Kurs hier unten war. Das Ganze ist natürlich dann gleich im Tagesverlauf in die falsche Richtung losgegangen. Und da haben wir am selben Tag noch die Gegenseite aufgebaut zur Sicherung. So, jetzt hält sich der Markt ja sehr gut in diesem Bereich. Das Ganze ist Ende letzten Jahres aufgebaut worden. Und jetzt in den letzten zwei Wochen kam es zu einem massiven Kursrutsch im T-Bond. Und der gekaufte Call, es geht hier immer um eine Position, die besteht aus einem gekauften Call und drei verkauften Calls. Und hier unten ein gekaufter Put, drei verkaufte Puts. Das heißt, wenn also der Kurs an diesem Verfalltag hier hinten exakt auf der roten Linie schließt, dann wäre das wie ein Lottogewinn. Das passiert nämlich nicht. Meistens geht es deutlich tiefer. Oder der Kurs handelt irgendwo dazwischen. Aber die Theorie besagt, der größte Gewinn entsteht, wenn der Kurs exakt auf dieser roten Linie oder knapp drunter schließt. Dann hätte man noch einen Zusatzgewinn von $1,000 generiert. Diese Position ist jetzt in Gefahr die letzten Tage gewesen. Sie sehen aber, dadurch, dass das schon vor langer Zeit aufgebaut wurde, schlagen hier $671 Gewinn zu buche, obwohl das eine Position ist, die schief läuft. Wir hatten hier eine Unterstützungslinie eingefügt,
die, naja, die ist jetzt etwas verschoben. Wenn man die hier so einfügt, das sollte es für uns erst richtig gefährlich werden, wenn es zu einem mehrtägigen Schlusskurs unter dieser Linie kommt. So, jetzt muss man natürlich entweder Angst haben und anfangen zu schwitzen oder man nutzt die neuen Wochenoptionen, die man an der CME handeln kann. Wochenoptionen sind Optionen, die immer am kommenden Freitag fällig wären. Das heißt, es gibt mit einer Woche Laufzeit, mit zwei Wochen, mit drei Wochen. Und da wurde hier, konnte man einen Call der Basis 1,44 für vergangenen Freitag schreiben, nur um Verluste zu begrenzen, weil ich ging davon aus, es wird längere Zeit seitwärts gehen. Und da ja der Kurs dann am Freitag unter dieser 144 war, machen wir mal hier eine Linie rein, 144, hier in diesem Bereich. Also hier hätte der Kurs drunter bleiben müssen, ist natürlich extrem, extrem spekulativ, dient aber nur zur Absicherung. Das heißt, das ist dann eine delta-neutrale Position. Man kann hier zwei Calls schreiben, um sich dann die Future andienen lassen, weil der Trend ist ja abwärts und man kann, muss ja davon ausgehen, dass es eventuell nochmal hier unter die rote Linie geht. Wenn man sich zwei Future andienen lässt, ist man zwei Future short und hat dann eine komplette abgesicherte Position, die dann eigentlich nichts verlieren kann, wenn es hier runter geht, aber durch diese zwei Future short schon mal Geld verliert, wenn es hier in die andere Richtung geht. Also wir rechnen mit, nicht damit, dass wir den Future angeliefert bekommen, haben aber auch nichts dagegen, wenn er mal kommt. So, jetzt haben wir hier dasselbe Problem gehabt. Am letzten Freitag ist das Ding wieder im Geld gewesen, also wieder unter der grünen Linie. Da haben wir am Montag erneut einen Call verkauft, erneut zwei Calls der Basis 1,44. Und die werden heute fällig. Das heißt, wenn der Kurs heute unter 1,44 bleibt, verfallen diese beiden Wochenoptionen und man könnte sagen, es kommt zu einem noch etwas größeren Gewinn als die $656. Man könnte die Gesamtposition glattstellen und hätte dann im Endeffekt das Maximalpotenzial als Profit auf dem Konto. Unter Glattstellen verstehe ich eins, man muss jetzt entweder hier, müsste man jetzt drei Calls hier zurückkaufen, einen Call verkaufen, jetzt bekommt man natürlich für diesen hier nichts mehr, das heißt die Position wird nur glattgestellt, indem man hier diese drei Calls zurückkauft oder vielleicht auch nur zwei. Es würde schon reichen, wenn man zwei zurückkauft, weil es könnte ja passieren, dass der Kurs durch eine unglaubliche Bewegung hier nach oben läuft, dann hätte man einen kleinen Lottogewinn, dann hätte man nochmal $1,000 extra. Hier auf der anderen Seite könnte man die zwei Puts zurückkaufen, hätte aber hier dann zu viel noch an Gewinn für diesen offenen Put, der am Geld ist. Also hier schließt man dann eventuell die komplette Position. Das heißt, man verkauft die drei Puts und dann man kauft die drei Puts zurück und verkauft diesen einen Put. Ist etwas schwierig, das Thema, aber das war mal eine Position, die nicht so ganz funktioniert hat und durch eine Adjustierung konnte man dann doch noch einige Gewinne mit zusätzlich einfahren. Wir würden heute auch nichts dagegen haben, wenn wir den Future angedient bekommen, weil wir denken, dass es in Amerika an den Aktienmärkten nach oben geht und das ist ja meistens nicht gut für den T-Bond. Der geht dann wieder in die südliche Richtung. So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu einem möglichen Trade in einer Einzelaktie. So, kommen wir zu der Einzelaktie. Das Beispiel, es handelt sich um eine Aktie, eine Goldaktie, Allied Nevada Gold Corp. Für mich sind ja Goldaktien alle fast in einem bestehenden Abwärtstrend und die ist mir aufgefallen, weil sie als erstes unter eine langfristige Unterstützung hier gerutscht ist. Dann gab es für
Optionen, gutes Geld. Wenn Sie für einen Call der Basis 20, das waren 15%, manche sagen, das wäre zu nah, 1,6 bekommen und der Abwärtstrend intakt ist, Sie sehen es ja hier anhand dieser Abwärtstrendlinie, eine Unterstützung möglicherweise gebrochen wird, weil die Goldanalyse auch nach unten zeigt, dann ist das mal eine kleine Position wert. Was Sie hier noch im Chartbild sehen, sind Zyklen. Ich mache dann meistens von Einzelaktien eine Zyklusanalyse. Das heißt, ich suche mir Hoch- und Tiefpunkte und versuche dann da Wendepunkte auszumachen. Die stimmen zwar nicht immer, aber ich weiß dann zum Beispiel auch, wenn es zu einem solchen Hochpunkt hier kommt, dann ist der für mich so lange gültig, bis er nach oben ausgenommen wird. Und das war ein Hochpunkt, der dann hier in dieser Bewegung nach oben ausgenommen wurde. Das heißt, das Zyklushoch war falsch. Also ich habe zu diesem Zeitpunkt hier eine Analyse gemacht und kam zu dem Schluss, dass wir exakt hier in diesem Bereich ein tiefes Zyklushoch sehen und die Aktie deutlich tiefer fallen sollte. Das ausschlaggebende Signal war die Ausbildung einer Sell-Setup-Formation. Die sehen Sie hier. Hier habe ich nochmal diesen Abwärtstrend eingezeichnet. Manche, die meine Filme ja öfters sehen, wissen, was ein Sell-Setup ist. Ein Sell-Setup bedeutet, wenn es zu einem Tief kommt, eine Gegenbewegung. Und normalerweise sollen dann diese beiden kleidenden Linien hier, die 9er soll drehen, die 18er weiter nach unten laufen. Das ist zwar hier in diesem Bereich nicht der Fall, aber ich nenne das jetzt auch mal Sell-Setup, weil es halt auch von dem Verhalten der Kurse so ausgesehen hat. Das Sell-Setup sagt mir, das ist eine gute Position. Es könnte zu neuen Tiefs kommen, die bis in den Bereich hier unten der unteren Unterstützungslinie führen könnten. Wir reden ja immer von könnten, wir wissen es nämlich nicht. So. Dann habe ich mir nochmal dieses Chartbild angeschaut, dass die Aktie wird noch nicht so lang gehandelt. Und da haben wir ja hier unten ein Ziel im Bereich von 25 oder 22,50. Wir haben hier ein bestehendes Supertrend-Verkaufssignal. Da liegt der Stop unter 30. Also es hat alles hier bei dieser Aktie gepasst. So, und da möchte ich Ihnen jetzt mal die weitere Entwicklung zeigen, muss ich kurz erklären. Das ist also dieser Chart von damals. Und jetzt habe ich ja so ein schönes Programm, heißt ja Track and Trade, von denen habe ich ja eigentlich alles, weil ich das gut finde. Da haben wir hier jetzt mal einen Player. Und dieser Player zeigt jetzt, was im Endeffekt passiert ist in dieser Aktie. Das ist jetzt der aktuelle Stand und das war also, die Vorgehensweise war korrekt, die Unterstützung ist hier gebrochen, das Papier ist deutlich in Richtung, Moment, machen wir mal zusammen den Kurs, muss ich jetzt mal gucken, wie das geht, hier, der Kurs ist deutlich unter diese Linie gefallen und als es dann zu dieser Gegenbewegung kam, habe ich mir gedacht, wir haben jetzt so schöne Gewinne, jetzt sehen wir mal zu, vielleicht können wir die Gegenseite aufbauen, dann haben wir eine gehedgte Position. Ich ging davon aus, dass hier das Ende der Fahnenstange erreicht ist und das Papier jetzt einige Zeit seitwärts läuft. So, jetzt haben wir hier diesen Call für 61 verkauft, der steht jetzt bei knapp 65 Cent. Und dieser Put steht statt 1,70 bei 1,60. Also das Ganze hat bis jetzt eigentlich ganz gut funktioniert. Wir werden dann sehen, wie es weitergeht. Jetzt werden natürlich einige Leute sagen, das ist ja hochriskant. Aber Sie müssen davon ausgehen, das ist eine ganz kleine Position. Und diese kleine Position, man geht davon aus, immer, dass man auch sich diese Aktien anliefern lassen würde. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Puts der Basis 22,50 geschrieben habe als Beispiel, dann würde ich 300 Aktien am 3. Freitag im Juni 2013 geliefert bekommen.
Und das ist halt eigentlich ein Grund. Man muss immer davon ausgehen, dass man auch das nötige Geld hat, sich diese Position anliefern zu lassen. Dann kann man schon mal wesentlich ruhiger schlafen. So, jetzt nochmal was anderes. Wenn Sie sowas natürlich machen mit Einzelaktien, dann müssen Sie natürlich nicht nur eine Aktie sich raussuchen, müssen davon ausgehen, dass das Papier nicht in den nächsten 4 Wochen irgendwelche Zahlen präsentiert, sondern ganz einfach sich durch Trends und durch normale Bewegungen hin und her bewegt. Und Sie müssen sich ein Depot ausbilden mit, sagen wir mal, 40 Positionen, die alle auf verschiedene Märkte sind. Das heißt, Sie haben dann 10 Aktienoptionen, Sie haben dann ein oder zwei Währungsoptionen. Im Moment ist das ja eigentlich etwas riskant, weil da die Bewegungen immer mehr unvorhersehbarer sind. Sie haben Gold, dann würde, wenn Sie Gold haben, dürfen Sie kein Silber nehmen. Sie haben Rohöl, wenn Sie Rohöl haben, dürfen Sie kein Heizöl nehmen. Das heißt, Sie müssen zusehen, dass diese Märkte sich nicht gegenseitig unterstützen in der Bewegung. Und dann kann, egal was kommt, dann können Sie auch einen schlechten Trade im Depot haben, der nicht auffällt von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Irgendwann zieht man halt die Reißleine, aber da muss dann schon ziemlich viel passieren. So, meine Damen und Herren, das war wieder einmal etwas aus dieser Analystenstube. Ich habe Ihnen jetzt heute mal eine gute Position gezeigt, eine schlechte Position, die man durch eine Gegenposition absichern konnte. Und ich habe Ihnen heute mal gezeigt, dass sowas auch mit Einzelaktien möglich ist. Denn in Amerika gibt es ja fast auf jede Aktie gibt's Optionen, die an der Chicago Board Options Exchange oder zum Beispiel in Philadelphia oder so gehandelt werden. Da können Sie sich mal schlau machen. Aber ich empfehle nicht, wenn Sie also keine Ahnung in diesem Metier haben, so etwas zu machen. Da muss man schon wirklich ein Profi sein, denn es kann auch sehr schnell mal zu einem Verlust kommen von mehreren 100% der vereinnahmten Prämie. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.